guten Morgen, Schalker. Pünktlich zum Heimspiel heute Abend gegen Fortuna Düsseldorf begrüße ich euch wieder zum Kia Fußballtalk im schönen blauen Wagen vom Abi. Abi, heute gegen Fortuna. Die Lea haben die letzten 6 Spiele gewonnen. Wir haben uns auch nicht schlecht verkauft. Wie ist deine Einstellung und wie schätzt du die Tendenz für heute Abend? Ja, Peter, wie du weißt, das wird sicherlich kein einfaches Spiel. Düsseldorf steht oben, wir stehen unten. Aber das heißt alles nichts. Wir haben die letzte Zeit auch gut gespielt und wir müssen gucken, dass wir, ja, dass wir Düsseldorf schlagen, dass wir 39 Punkte haben, dann sind wir, aus dem Übelsten raus und dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, ob wir absteigen oder nicht. Und ja, mit 39 Punkte, glaube ich, steigst du nicht mehr ab. Also ich glaube, wir haben schon andere Tage gehabt, aber vor dem Spiel, wo wir mehr Angst hatten, dass wir unten weiter reinrutschen, als wir jetzt momentan sind. Ich glaube, dass wir uns in den letzten Spielen stabilisiert haben, ja, dass wir auf jeden Fall nicht absteigen werden und die Klasse erhalten. Ich wäre mit dem Punkt zufrieden. Ja, ich wäre auch mit dem Punkt zufrieden, aber bei einem Sieg kann man wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon Tanz in den Mai machen. Da können wir schon mal losziehen. Ja, wir wollen Tanz in den Mai machen. Das wäre natürlich umso schöner. Eine schöne Vorbereitung. Ja, eine schöne Vorbereitung auf Tanz in den Mai. Und da könnte man auch heute mal ein Glas Bier trinken. Ja, da könnte man sogar vielleicht ein oder zwei mehr trinken. Ja, da könnte man sich drüber unterhalten. Ja. Das wär schon nicht schlecht. Ja, nur wie gesagt, die Düsseldorfer, das ist eine unangenehme Mannschaft, die spielt sehr gut zur Zeit. Aber wir müssen dagegen halten, wie wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir müssen die Außen zukriegen, was ich ja immer sage. Ich weiß jetzt nicht, ja, ich weiß. Wer spielt. Aber der Mörken fällt aus? Ja, Mörken fällt aus. Wer auf der linken Seite da spielen wird, weiß ich nicht. Da muss Gerrits sich was einfallen lassen. Ja, aber ja, wir haben ja alle an Bord. Und dann hat er ja noch immer genug Alternativen. Leute, da auf da kommt es natürlich auch darauf an, ob wir den Top-Torjäger der Fortuna in den Griff bekommen. Genauso wie die Fortuna, ja, der Karaman. Wir haben uns ja stabilisiert, aber Zollis ist schon eine Ausnummer, der Grieche. 18 Mal getroffen, 9 Mal vorbereitet. Okay, Karaman steht dem nichts zu viel nach, aber ja, Karaman hat ja in Düsseldorf gespielt. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen, wenn man gegen einen alten Verein spielt. Sagst du ja immer. Dann ist meistens so, dass der ein oder andere, der eben da mal gespielt hat, Tore macht. Ja. Deswegen sagt man ja immer einmal aufpassen, der hat in Schalke gespielt und der hat in Düsseldorf gespielt. Ja. Vielleicht klappt es ja mal, ja, dass Karaman heute Abend mal richtig zuschlägt und ich würde mich natürlich auch freuen für ihn. Aber wie gesagt, das wird sicherlich ein schwieriges Spiel. Ja, okay. Unser Vorteil ist natürlich wieder, dass wir die Arena voll haben, dass die Fans wie immer hinter unserem Verein stehen, hinter unserem FC Schalke 04. Wie gesagt, wird ein spannendes Spiel. Wir dürfen das nicht vergleichen mit dem Spiel gegen St. Pauli. St. Pauli hat damals nicht so gespielt, wie sie eigentlich sonst gespielt haben. Vielleicht hat der Trainer da auch das eine oder andere falsch gemacht. Hast du aber auch schon immer richtig erkannt. Ja, aber St. Pauli war von St. Pauli Seite schlechtes Spiel. Unser, so wie Bayern München mal gegen uns zu Hause auch 7 Stück gekriegt haben. Also, also das ist das. Der war auch eine Wahnsinnstruppe gehabt. Ja, gut, aber wir wollen ja nicht 7-0 heute hier gewinnen gegen Düsseldorf. Aber ich will damit nur sagen, es ist alles machbar. Alles machbar. Ja, und in Düsseldorf haben wir auch 3 Tore gemacht. Warum sollen wir das natürlich zu Hause schön, nicht aufschaffen? Aber es wäre natürlich schön, auch für die Fans, auch für den Tanz in den Mai, wenn heute mal so ein Spiel kommt. Ja, ich habe auch ganz kurz, ich habe gestern Abend noch Bochum, habe ich mir angeguckt. Bochum hat 3-0 geführt bis zur Halbzeit und Bochum hat dann leider nachgelassen. Mazzarazzi hat dann schnell gewechselt, 3 Offensive. Okay, für Hoffenheim ging es ja auch noch um internationale Geschäft. Gülter hat dann auch gespielt und. Ja. Also der hat dann auf einmal offensiv gespielt und dann machen die 2 Tore von... Ja. Okay, Schalke, wir bereiten uns weiter auf das heutige Heimspiel vor. Wir sagen Glück auf, Abi. Ja, auf jeden Fall. Auf ein schönes Spiel und ein tolles Glück auf Wochenende. Und auf Glück einen Sieg. Ein auf Sieg. Jeden Fall, dass wir in Ruhe feiern können. Glück auf, Schalke. Glück auf.